Willkommen zurück zu Pokémon Perfect Platinum. Ich möchte mich für den letzten Part entschuldigen, dass ich da so abrupt geendet habe. Aber die Leute, die mich länger kennen, die wissen ja, wie gerne ich aufnehme, wenn jemand anders zu Hause ist. Nämlich überhaupt nicht gerne. Und darum wollte ich so schnell wie möglich beendet haben und, ja. Hab's auch gemacht. Gut, aber jetzt machen wir weiter. Ich mach den Part dafür heute mal 25 Minuten, weil der letzte so kurz war. So kurz. Ja, der war so kurz, ne? Auf jeden Fall. Ja, wir brauchen einen Schlüssel, den haben wir aber. Weil wir jetzt erst nach links gegangen sind. Logischerweise. Wenn wir erst nach rechts gegangen wären, dann wären wir hier durchgekommen und hätten dann am Ende vor einer verschlossenen Tür gestanden. Dann könnten wir jetzt zurücklaufen. Aber da wir es ja wussten, haben wir natürlich den Schlüssel zuerst geholt. Okay. Skunkapu auf Level 48. Meine Fresse. Immer mit ihren Leveln übertreiben, ne? Ja, das müsste aber, glaube ich, mit dem Erdbeben schon reichen. Oder? Reicht ein Erdbeben? Ich hoffe es inständig, aber irgendwie glaube ich doch nicht so ganz dran. Auch wenn es schwach dagegen ist, ich weiß, aber... Doch, es hat gereicht. Ach, sehr schön. Also ich finde, es war kein Fehler, Laura Erdbeben beizubringen. Nö, das war gut. Jo, ich bin zu stark für dich, ich weiß. Und weiter. Miau. Miau. Hallo, du. Ja, der hat sich jetzt nach oben und unten gedreht, aber nicht links und rechts. Der ist elegant. Naja, gut. Ich meine, wenn es Spaß macht, abhalten kann ich ihn davon eh nicht. Hat wohl ein bisschen zu viel Just Dance 3 gespielt oder sonst was, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Aber ist mir im Prinzip auch egal, ob er jetzt Just Dance 3 gespielt oder nicht. Ich meine, kann er machen, wenn er will. Oh, wenn ich glaube, dass der hier in seinem Galaktik-Häuschen irgendwo eine Wii stehen hat, wo der spielen kann. Oder gibt es Just Dance für andere Konsolen? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich habe das Spiel ja nicht mal. Auch wenn ich oftmals gezwungen werde, es mir zu holen. Aber ich habe es noch nie gemacht. Ich habe dem Verlangen noch widerstanden. Aber aktuell habe ich sowieso kein Geld für irgendwas. Obwohl, bis das Video hier oben ist, habe ich vielleicht wieder ein bisschen was. oh, wie viele Parts habe ich im Voraus aufgenommen? Der Part hier kommt niemals mehr 2011 hoch. Garantiert nicht. Ich wette, der Part kommt erst 2012 hoch, ja. Könnte ich fast wetten. Aber genau, wissen tue ich es erst, wenn ich es hochlade. Ich glaube aber nicht, dass der noch 2012 hochkommt. Und wenn dann... dass er noch 2011 hochkommt. Und wenn er bis 2011 hochkommt, dann wirklich ganz kurz vor dem nächsten Jahr, vor dem Neujahr. Also, ich denke, 2012 kommt der Part hoch. Ich weiß gar nicht, wie viel der Part ist das? Ist der Part 57? Ich habe keinen Blassen Schimmer. Ich habe auf jeden Fall noch massig Parts im Überschuss. Na, wo? Es könnte auch diesen. Doch, es könnte auch dieses Jahr hochkommen, eventuell. Wenn ich bis dahin ungefähr jeden Tag einen Part hochlade. Aber auch nur dann. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht. Yay, TM21 Frustration. Cool, das wollte ich schon mal haben. Nicht. Moment, ist hier nichts gewesen sonst? Ratlosigkeit? Wo muss ich denn dann lang? Ah, ja, natürlich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wahaha, wir müssen jetzt, klar. Ich erinnere mich gerade, wo wir lang müssen. Das Lagerhaus haben wir jetzt nämlich fertig. Aber... wir haben noch den Haupteingang. Mit dem Schlüssel können wir da nämlich auch rein. Und dann können wir ein bisschen Spaß haben. Im Hauptteil vom Galaktikgebäude. Aber ich gehe erstmal ins Pokémon Center mal vorbei. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir erstmal da vorbeigehen. Also bin ich den ganzen Weg nur von Frustration gelatscht. Ach du Heiliger. Das ist traurig. Na gut, kann man nichts machen. Ich gehe erstmal heilen und danach schauen wir mal im Hauptgebäude vorbei. Weil das Lagerhaus ist fertig. Habe ich schon gesagt, ich weiß, ich sag's nur trotzdem nochmal. Warum ich das nochmal gesagt habe, ich habe keinen blassen Schimmer. Hatte ich gerade Lust zu. Irgendwie sowas wird sein, keine Ahnung. Ding, 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 ding. Ach, Pokémon Center, Musik, Heilungsgeräusche. Oh ja, ob die sich jemals verändern werden. Ich glaube nicht. Es wird immer dieses Ding, 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 ding sein. Ja, ich glaube, es verändert sich niemals. Da glaube ich nicht mehr dran. Bam, 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 bam. Der rechte Eingang war falsch, ne? Natürlich war er falsch. Das grüne Portal ist nicht aktiviert, beziehungsweise ist nur einseitig. Das können wir jetzt nicht nutzen. Wir müssen hier rein. Ja, genau. Und hier können wir mit dem Team Galactic-Schlüssel weiterkommen. Ich glaube, keiner von denen hatte irgendwas.
Okay, ich bin zu jung. Aber haben wir schon mit denen schon mal geredet? Ich weiß gar nicht. Okay. Die erforschen neue Energien. Muss jetzt nicht so schlimm sein, aber die haben auch nicht so schöne Energieformen jetzt, ne? Pokémon Energie entziehen und so. Nee, muss nicht sein. Gut, Hauptgebäude. Weiter geht's. Mit weiteren Trainern. Auch ein Doppelkampf wäre schön gewesen. Dann nicht. Hätte aber was gehabt, definitiv. Aber wenn sie meinen, dass ich keinen Doppelkampf mache, dann mache ich halt eben keinen. Golbat. 47, okay. Wird lustig. Erstmal Drachentanz. Ich bin nicht vergiftet. Ach, leck mich doch. Ich sollte doch sagen, ich bin vergiftet. Dann wäre ich mich nicht vergiftet. Hab ich vergessen. Scheiße. Ich vergesse immer wieder, ne? Aber es kann nicht sein, dass Giftzahn so eine hohe Vergiftungschance hat, oder? Das kann doch nicht angehen. Ist mal ernsthaft. Giftzahn hat doch niemals so eine, sag ich mal, 70%ige Chance oder sowas. Höchstens 30. Was auch schon recht viel ist, muss man sagen, aber trotzdem. Der überlebt doch ziemlich gut. Finde ich gerade nicht so nett. Ja, ich wechsle besser aus. Zu wem wechsle ich denn am besten? Der macht gerade hier wieder Windschnitt. Jetzt also das denn. Ich hoffe, dass ich nicht direkt mehr vergiftet werde. Er macht Windschnitt. Das habe ich mir fast gedacht. Okay, nicht nur fast. Ich habe es mir sogar gedacht. Und Funkensprung. Ja, gut. Besser als Giftzahl, muss man sagen, ne? Sonst wäre ich wieder vergiftet worden. Mit der 138%igen Chance. Mindestens 38%. Können auch 140 gewesen sein, ich weiß nicht. Wer es nicht gemerkt hat, das war Ironie. Über 100% ist ein bisschen sinnlos. Ach, egal. Hauptsache EP. Noch ein Golbat, bleib mal draußen. Zwei Golbats sind akzeptabel, ja. 44, was ist das? Andere war 47, oder? Warum setzt der schwächere Platz ein? Keine Ahnung. Aber bei den Trainern muss man auch nicht mal nach Logik suchen. Nee, muss man nicht. Wer da nach Logik sucht, der hat eh schon verkackt. Weil die oftmals keine haben. Also die normalen Trainer haben oftmals keine. Die Bossgegner, die haben schon eher welche. Full Heal auf... War Laura nicht gerade mal vergiftet? Oder bin ich gerade bekloppt? Oder hat Laura innere Heilung? Das weiß ich halt gar nicht. Aber Laura war vergiftet. Ja, du hast innere Heilung. Okay. Dann wäre schon das Problem also so entfernt. Hab ich nicht bedacht. Was habe ich gedacht? Damit schon was Laura hat für eine Fähigkeit. Keine Ahnung. Aber gut, es hat innere Heilung. Also heißt, wenn ich irgendein Schadensproblem habe, dann wächst sie einfach aus. Okay, auch nicht unbedingt. Das ist auch immer so eine Sache. Ui, noch ein Golbat. Och, habe ich davon nicht jetzt schon langsam genug gehabt? Meine Güte. Okay, das macht immerhin kein Dingens. Kein Giftzahn. Ach, na gut, paralysiert. Ist okay, kann man Drachentanz machen. Zweimal. Ich mach zweimal Drachentanz, ja. Ist ganz gut. Jetzt kommt wieder Giftzahn. Und ich bin vergiftet, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet. Ja, hat geklappt. Muss ich mir merken. Wenn ich sage, ich bin vergiftet, werde ich nicht vergiftet. Das war jetzt der Beweis. Das heißt, ich muss merken, einfach immer so mal sagen, ich bin vergiftet, also werde ich nicht vergiftet. So merke ich mir das jetzt. Und nein, das muss keiner verstehen, weil das meine Logik ist. Ganz einfach. Meine Logik muss kein Mensch verstehen. Weil es keine Logik ist. Ganz einfach. Wer bei mir Logik sucht, der ist schon komplett falsch. In der Regel. Erdbeben! Wuhu! Ah, das Hundus, das tut mir richtig leid. Okay, das sind, selbst wenn es ein Hundemon wäre, würde es mir leid tun. Weil Hundemon könnte mir auch nicht so viel anhaben, außer es hat Ränkeschmied und Finsteraura. Was ich aber in der Regel nicht glaube. Also wird mir auch Hundemon leid tun. Weil mich Hundemon nicht one-hitten kann. Nicht einfach so. Du bist ein Trainer, oder? Ja, du bist ein Trainer. Einfach am Fernsehen gucken, also wirklich. Im Fernsehen läuft doch nichts Schönes. Gib's auf, Darius.
Oh, Polygon 2, das sind schlechte Erinnerungen. Das sind ganz schlechte Erinnerungen. Oder wer erinnert sich noch an das kleine Polygon 2 auf dem Weg Richtung, Dingens? Richtung Blitzach. Oh, X-Spezial. Au, 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 au. Das kann wehtun. Das kann wehtun. Schnell ausschalten. Ganz schnell ausschalten. Sonst kann mir das Polygon 2 gehörig auf den Sack gehen. Okay, und mit Fliegen kann ich immerhin ein bisschen Schaden umgehen. Ein bisschen. Oh, Eisstrahl. Oh, ich fliege gerade genau in den Eisstrahl rein. Autsch, das könnte jetzt umbringen. Nein! Polygon, du bist schon selten dämlich, ne? Hättest du das Eisstrahl gemacht, wäre ich K.O. gegangen. Ach, scheiße, Verwirrung ist auch nicht besser. Ach, der macht jetzt garantiert wieder Eisstrahl. Sarah. Ah, Porygon 2. Ich werd echt noch Freund mit dem. Nee, Triplette. Das ist auch nicht gerade besser. Das kann einiges raushauen, das kann einiges raushauen. Das kann zu viel raushauen. Wann hat Lawine nochmal mehr Schaden gemacht? Fusion has been hurt. Verdammt. Noch einen Schlag kann ich mir davon nicht antun, also Surfer. Oder ich hätte eventuell auch, hier Dings machen können. Warum machst du jetzt Eisstrahl? Bist du bekloppt? Ich habe fünffach Resistenz dagegen. Habe ich nicht vorhin gesagt, dass die CPU keine Strategie hat? Da war der Beweis. Meine Fresse. Hätte der nochmal Triplette gemacht, wäre ich so kaputt gewesen. Aber nö. Wir machen lieber Eisstrahl auf dem Wassereis-Pokémon mit Speckschicht. Oh Gott. Wo haben die eigentlich ihre Logik gefressen? Würde mich mal so interessieren. Ich glaube, die haben sie gar nicht gefressen. Die... Ich weiß nicht. Wo haben die ihre Logik her? Die haben gar keine Logik. Ach, naja. Ach komm, leider nach vorne. So. So, war das der richtige Weg? Ich glaube nicht. Oh, da kommen wir später hin. Ich will erstmal hier das Tagebuch lesen. Die Pokémon-Statue von Eterna, okay. Achso, hier stehen die Texte von den Platten. The creation of Dialga, the giver of time. And the disabling of the emulator window. In laughter there's tears. And likewise, it's with time. The same time flows on. So it is the blessing of Dialga. Oh, okay. Okay, lesen wir weiter. Nummer 2. The birth of Palkia. Wie spricht das eigentlich aus im Englischen? Palkia oder Palkia? Ich spreche mal Palkia aus, ich weiß nicht. The creator of parallel dimensions. Alive, yet not alive. Everything drifts in space. To arrive in the same universe. It's the blessing of Palkia. Jojo, schöner Report. Also, das war nicht der Umgrund der Text, den wir schon mal gelesen haben. Auf der Statue in Evi, genau. Ein Grünstückchen, vielleicht brauchen wir das nochmal. Obwohl ich es auch nicht glaube. Egal. So, lass mal hier weiter gucken. Ich bin gerade nicht sicher, ob wir zuerst doch zu dem Meeting da gehen sollten oder. Okay, doch nicht. Hier sind nur Items. Gut, dann müssen wir jetzt wohl zu diesem netten Meeting, also wo dieser Riesenauflauf von Team Galactic-Typen war, auch heiliger. Na, das wird Spaß. Und da war Lebel auch, also der ist wahrscheinlich schon fleißig observieren. Dann schauen wir mal, was das wird. Hoffentlich fallen wir nicht auf. Ah, Lebel merkt uns, okay. Psst, hier, komm her. Diese Versammlung von Team Galactic, was bedeutet das? Ja, ich stehe direkt daneben, keiner sieht uns. Natürlich. Oh, Cyrus. Hallo, Cyrus. Werte Mitglieder von Team Galactic, hört mir zu. Mein Name, so wie ich heute vor euch erscheine, ist Cyrus. Unsere Welt ist eine schlechte. In einem Wort, sie ist nicht vollständig. Das waren zwei Wörter. Egal. Es hat schon immer und es wird auch immer schwierig sein, in dieser Welt zu überleben.
Wir Menschen und Pokémon sind ebenso unvollständig. Weil wir alle so, ja, fehlerhaft sind, sag ich jetzt mal, kämpfen wir. Wir Mame. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es schrecklich. Hässlich so. Ich hasse diese Unvollständigkeit. Und dass wir alle unvollständig sind. Ich hasse es wirklich mit meinem ganzen Körper und meinem Wesen. Die Welt muss komplett werden. Die Welt muss sich verändern. Yay, Applaus. Also, wer wird es ändern? Ich, Cyrus. Und Team Galactic. Genau, ihr alle. Zusammen, haben wir nach Mythen gesucht und ihre Geheimnisse offenbart. Zusammen haben wir legendäre Pokémon gefangen. Und nun hat Team Galactic die Energie gesammelt, um die Welt zu verändern. Die Macht der Träume ist in unserer Reichweite. Versteht es, werte Mitglieder. Meine lang ersehnte Traumwelt ist auf dem besten Wege, Realität zu werden. All diese, die zum Kraterberg gegangen sind und diese, die hier bleiben. Auch wenn unsere Missionen sich unterscheiden, unsere Herzen schlagen als eins. Schlagen wie eines. Ja. Für den, ja, Erfolg von Team Galactic. Meister Cyrus ist der Größte. Yay. Und tschüss, Cyrus. Boah, das war eine Ansprache. Ja, natürlich. Alle Team Galactic-Typen sind weg, ohne dass die beiden gesehen wurden, ne? Dritter Aspekt. Wo ist die Logik in diesem Spiel? Ich habe keinen blassen Schimmer. Vergesst es einfach. Wow. Also das war Cyrus, der Boss von Team Galactic. Ist schon eine richtige... richtiger Auftritt gewesen, was? Ziemlich beeindruckend für jemanden, der nur 27 Jahre alt ist. Aber eine Welt erschaffen, nur für Team Galactic? Für niemanden sonst? Das ist unvorstellbar. Keine Ahnung, was preposterous heißt. Kenne ich nicht das Wort, habe ich noch nie gehört. Es ist so viel, dass es wirklich meinem Kopf zu drehen beginnt. Eine neue Welt, was ist das? Und was ist diese unvollständige Welt? Ah, sehr gut. Solche Sachen zu untersuchen, ist die Aufgabe der internationalen Polizei. Bei der ich natürlich ein Mitglied bin. Und daher ist es auch meine Aufgabe. Wir sollten uns hier aufteilen. Ja. Sei extrem vorsichtig, mein Freund. Miau, weggesagt. Ich will auch. Weil von rechts kommen wir ja. Also fahren wir dann links. Ah, hier kommen wir uns heilen. Das ist schön. Heile, heile machen. Wuhu. Schnarch. In der Basis der Feinde schnarchen. Ist auch schön. So, wer ist jetzt gerade vorne? Layla, ne? Richtig. Das ist gut. Oh, Doppelkampf. Okay, da muss ich mein Team doch ein bisschen anpassen. Aber nicht im Pokédex, das geht dann nicht. Sondern, ich packe das Team dazu. Ja, das mache ich so. Doppelkampf. Wuhu. Also wir sind auf jeden Fall jetzt anscheinend Team den Cyrus auf der Spur. Ach echt, ich werde langsam berühmt mit Team Galactic. Cool. Ich werde berühmt. Ich bin so cool. Ich freue mich im Keks. Aber so richtig. Skunkapu und das Fake-Kampf-Pokémon. Ne, das Fake-Unlicht-Pokémon, Entschuldigung. Das Fake-Unlicht-Pokémon ist keine Kampfattacken mehr. Das war's. Das hast du ja vertan. Ich vertue mich jedes Mal dabei, ne? Okay, Rückkehr auf Glibunkel und Funkensprung auf Glibunkel. Vor Skunkapu habe ich keine Angst. Noch nicht. Ich weiß ja nicht, was es kann. Okay, auf jeden Fall kriegst du jetzt ungefähr ab. Gegen beide bringt Gegenstoß leider nichts, darum mache ich das so. Oh, Toxin auf Layla. Schade, da aktiviert sie synchron nicht. Weil Skunkapu ja selber ein Gift-Pokémon ist. Schade, schade. Aber gut, kann man nichts machen. Oh, über die Hälfte ist sehr schön. So, oh, noch ein Skunkapu. Hallo Skunkapu, wie geht's dir? Okay, Rückkehr auf das angeschwächte Skunkapu und Funkensprung auf das volle Skunkapu. Auf das volle Skunkapu. Hihihihihi, war der witzig. War er nicht, ich weiß. So, voll im Sinne von Alkohol. Ja, ist klar, ich weiß. Wollte ich nur mal erwähnt haben für alle Leute, die es nicht ganz verstanden haben. Memento.
Memento auf Layla, komm. Angriff sinkt, oh mein Gott. Nein, das ist ja so schlimm bei ihr. Weil sie wird sich jetzt, die wird jetzt sowieso erstmal heilen müssen. Und in der Zeit kann ja dann das denn weiter angreifen. Ja, genau. Wegen der Angriffssenkung überlebt das Vierte noch. Natürlich. Ach, toll ist das. Charmian. Ja, du machst erstmal einen Lava-Keks auf dich. So. Warum ich dich nicht heil angesetzt habe, weiß ich nicht. Mache ich gleich mal. Und Dustin, der macht Funkensprung auf Charmian. So gefährlich war das Kopfu jetzt auch nicht. Mit dem bisschen KP, was es noch hat. Vielleicht bringt es ja selber um, wer weiß. Ach, Charmian, warum stirbst du nicht? Ja, gerade eine Layla an, macht mir nichts. Es bringt sie wirklich selber um. Ach. Also manchmal, weiß ich auch nicht, was Gegner machen. Hab ich schon mal das in der Logik heute erwähnt? Ich glaube, irgendwo schon mal, ne? Aber das heißt leider, dass beide ziemlich schwach sind. Okay, wir machen Gegenstoß auf Charmian und Funkensprung auf Glibunkel. Es wird jetzt zwar nicht dadurch sterben, aber naja, ist ja egal. Ein bisschen Schaden reindrücken. Oh, dafür, dass es der halbe Angriff ist, war es trotzdem stark. Ja, es macht leider nichts aus. Keine Angst, Charmian. Du bist harmlos. Okay, Bunkel ist langsamer als leider. Wow. Ich dachte, leider wäre so lahm. Aber anscheinend doch nicht. Oh, der erste, der mal nicht leider angreift. Super. Ey. Jetzt habe ich gar nichts zur Vergiftung gesagt. Warum bin ich vergiftet? Och, Mann, ihr mobbt mich doch alle. Ganz ehrlich. Alle mobben sie mich. War so gewaltig. Naja, kann man nichts machen. Ich glaube, nach dem Kaffee sage ich Schluss hier. Ja, ich heile noch kurz auf und dann war's das. Und dann räuscht's mir für den Part. Doch nicht ganz 25 Minuten, aber wer weiß, was noch kommt, ne? Oder soll ich doch noch schnell machen? Ach komm, ich darf doch noch ein bisschen weiter. Komm, was soll's denn? Ein bisschen überziehen kann man ja auch mal. So, Hypertrank für beide. Haben sie sich verdient. Habe ich jetzt so beschlossen. Habe ich, genau. Und weiter. Geht jemand laufen, genau. Jetzt müsste aber ein Einzelkampf kommen irgendwo, oder? Ach nee, die Teleporter kommen jetzt. Das können wir noch schnell machen. Gucken wir uns die Teleporter alle mal an. Bei zweien gibt es Items. Und zwar einmal hier. Und ein Protein. Blablabla. Wie man gesehen hat. Und dann gucken wir hier rein. Ich weiß nicht, was der richtige Weg von denen war. Das anscheinend auch nicht. Ein Top-Elixier. Ach ne, das ist die andere Seite, okay. Gut, also durch den Portal, durch den Portal ganz links kommen wir dann weiter. Gehen wir mal rein. Und gehen hoch. Ja, das bewahren wir uns für den nächsten Part auf. Eindeutig, hier ist wieder ein bisschen Dialog. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Obwohl, hier ist nicht nur Dialog, hier ist auch ein Kampf gegen Cyrus, wenn ich mich gar nicht täusche. Mit was fing er an beim letzten Mal? Er fing mit Sneeble an, oder? Ich pack mal Domme nach vorne. Das ist so Allrounder-mäßig jetzt nach vorne gepackt. Ich glaube, das ist gut so. Gut, also im nächsten Part werden wir da oben mal reingehen und, da kommt Cyrus. Ich glaube, man kämpft auch gegen ihn, aber werden wir sehen. Also, bis zum nächsten Mal.